Wie schnell die Schlachtschiffe gebucht werden. Wäre vielleicht besser. Oh, ist gerade eine 100k-Flotte gespawnt. Wie ist denn das passiert? Eine komplette Herstellungslieferung von meiner Mega-Schiffwerft guckt eine 100k-Flotte. Ja, nice. Ja. Heftiger Scheiß. Technology discovered. Was war denn das? Galaktische Energiewelle. Ja. Habt ihr das auch? Dieser Energiewolke? Die uns als Futterquelle bezeichnet, ja? Nein. Noch nicht. Alles klar. Endgame geht los. Das ist eine Bedrohung für alle fühlenden Lebewesen. Was ist das denn? Da ist eine Flotte. Die sind da gespawnt. Seht ihr das? Ja. Links. Ja. Links. Das sind die Dimensionsreisenden. Oh, da kommt was. Sind aber nur die, ne? Bisher? Ja, wenn Axel gerade schon auf der Speisekarte von irgendwas steht, dann ist das nicht das einzigste. Alter, die kommen aber mit ganz vielen Floppen, wa? Was zur Hölle? Jetzt verrecken meine Wissenschaftler spontan. Ich jump dahin, Sekunde. Ja, ich bin schon da. Mit dem
Großteil meiner Flotte. Ja. Achso, ja, dann schaffst du das dann von der Punktzahl her, oder? Nee, schaffst du eher nicht, ne? Ja, ach, hier ist... Ich komme mir dazu. Hier ist direkt ein Sternentor, das schaffe ich. Wo ist das Sternentor? Quasi direkt da drüber. Bei Dram. Ja. Ja, da kann ich auch direkt hinjumpen. Ich bin jetzt mit 1,5 Millionen da. Anbitten die Ungebissenen. Was? Anbitten sind die Ungebetenen. Ach, ja, okay. Na? Eine Flotte, alle Flotten. Atache! Atache! Tötet sie alle! Etachi! Alter, was fliegt denn da alles rein? Ja. Ja, ich weiß, dass meine Station alle unter... Genau deswegen habe ich halt auch keine gebaut, weißt du? Wie das einfach Energiewesen sind. Ah. Ich springe direkt zu dessen Militärstation da. Ja, ich brauche leider noch einen Disc, aber ich kann da hinjumpen. Geil. Portal vernichtet. War das unseres? War von denen das Portal, glaube ich. Ich habe alles, was da in dem Gebiet gewesen ist, vernichtet. Also mach die Flotten platt und dann machen wir's. Alter. Zack. Gott. Was? Komm auch noch. Ich bin ein bisschen langsamer, sorry. Ich weiß nicht, ob das schon gelesen ist. Wie war das? Bis zu 5 Katastrophen? Ja. Mhm. Eine haben wir ja schon vorher abgewehrt. Mit den gefallenen Reichen. Ships upgraded. Technology discovered. Wir sind Nahrung, okay. Wir sind Nahrung. Ihr werdet konsumiert werden. Wer hat das gesagt? Ja, die Viecher. Du kannst sie anklicken und mit denen quatschen. Ja. Oh, Alter. Was war das denn für ein Sound, Alter? Ich bin in Bomben gelaufen. Ja. Und dann musst du so hart übersteuern. Da kommen immer mehr Flocken. Stirb leise, Alter. Ich hab da nur den Kopf auf den Tisch fallen lassen. Wo kommen immer mehr Flotten? Von denen. Oh. Ja, aus diesem Kackportal. Wo ist die Frage? Nee, ja, das ist kein Portal. Die porten sich in das System ohne jedes Portal. Die haben immer wieder eine Militärstation da, beziehungsweise es wird mir eine Militärstation angezeigt, die ist aber nicht auffindbar. Was zum Teufel? Okay, taktischer Rückzug. Ach lol, die haben mein Forschungsschiff zerstört. Dann baue ich halt mal 10. Ha.
Oh. Schön, dass wir alle Minecraft-Villager sind. Ja, aber echt. Also jetzt springen wir, verstehen uns. Jetzt springen wir damit also jetzt springen wir in das System ungefähr mit 2 Millionen K rein, oder? Ja. Gegen eine 21K-Basis. Ups, wo ist die denn hin? Welche Basis? Ja, richtig. Oh, dass man nicht einfach alle Forschungsschiffe, alle 10 Stück besetzen lassen kann mit verdammten Forschern, ey. Mit einem Mausklick. Muss halt Feuer rekrutieren. Muss man da was erforschen oder was? Das sind Trümmerfelder, die man noch erforschen kann, ja. Ja, da bin ich schon fleißig dabei. Alles klar. Alter, klick nicht in das System, ihr seht einfach nur noch Balken. Ja. Alter. Ja, dann heißt es jetzt abwarten, Fragezeichen. Ja. Weil die Militärstation sieht man halt einfach nicht. Doch, die spawnt ab und zu und dann zerballern meine Schiffe die direkt, weil die kommt am Schiffsrand, am Systemrand. Ah! Stell ich halt auch eine an den anderen Rand. Teilen wir uns da so ein bisschen auf. Ja. Witzig ist, ich hab da nichts zum Erforschen, ne? Ich weiß nicht, ob vielleicht nur die Flotten das erforschen können oder die Fraktionen, die es auch zerschossen haben. Ja. Also ich habe jetzt hier allein in dem System 6 oder 7 Felder, die ich erforschen kann. Krass. Ah, ich habe ein Relikt. Lol. Was? Ich habe einen extradimensionalen Hexenmeister gefangen und in eine, so eine Tube gepackt, Alter. Frisch verpackt. Ja dann, den Hexenmeister mal erforschen, wa? Ships upgraded. Zizieren meinst du? Weiß nicht, der. Das Vieh sieht jetzt nicht so aus, als ob man das zizieren könnte. Du, ich mache auch absichtlich unsaubere Schnitte, glaub mal. Während der aber Bewusstsein ist. Richtig, die sind die Nahrung. Extradimensionale Waffen. Was? Alter. Kann ich jetzt erforschen. Wenn, ich glaube, ich auch noch, ne? Brauchen wir noch? Ne, ich glaube, ihr könnt das dann auch, oder? Glaube ich nicht. Wir haben zwar das Forschungsabkommen, aber wäre mal interessant zu wissen, wenn du das hast. Der Typ da in der Flasche gibt uns übrigens plus 15% Unterlichtgeschwindigkeit, was ich mega fett finde. Geil. Ich habe gerade mal ins Situationsprotokoll geguckt. Es gibt so Dimensionsanker. Einfach diese Dimensionsanker zerstören und damit schwächen wir die Feinde. Wie? Wahrscheinlich in dem Sektor, in dem wir gerade rumgepurcht sind. Ah.
Ach nee, die sind überall in der Galaxis verstreut. Glaube ich. Echt jetzt? Ich habe noch keinen anderen gesehen. Ah nee, 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 nee. Die müssen die aufbauen. Ja. Ja, aber wie kriegen wir denn das jetzt hier sauber, das System? Wahrscheinlich gar nicht. Das ist jetzt wahrscheinlich bis zum Endgame, also bis das Spiel gewonnen ist, hier aktiv. Oder mit dem, was du da erforscht hast, kannst du das irgendwie aufdecken. Oh ja, das kann sein. Dass das eventuell eine Technologie ist, die wir noch lange nicht besitzen werden. Ja, auf jeden Fall haben die Null-Dimensionsanker aktiv. Wir haben 474 von denen getötet und die haben 18 Geschiffe von uns abgeerntet. Ha. Das jetzt auch wieder unbesetzt, die da jetzt gerade frei gemacht hat. Ja, der zerstört anscheinend auch die Sternbasen vollständig. Kranker Scheiß, ey. Bin da mal gespannt, was du da für Waffen rauskriegst, Axel, oder? Ja, bisher habe ich lustigerweise die Forschung noch nicht. Ich habe extradimensionale Waffen, habe ich jetzt schon erforscht. Ich habe hier sonst keine weitere Forschung mehr da in der Richtung. Okay. Müssen wir wahrscheinlich warten. Mal gucken. Ja. Aber was war das? Auf jeden Fall die Augen offen. Ingenieur oder Physik war das? Das war Physik. Okay, krass. So, ich schicke meine Truppen jetzt erstmal zurück, damit wir auf der anderen Seite auch wieder Truppen haben. Sollte da irgendwas aufgehen? Verkehrt, wa? Alle Flotten hier drin sein müssen. Zurzeit hält Ralf die Stellung ja ganz gut. Ja. Eigentlich schon. Da könnte da ruhig... Wir sollten uns auf jeden Fall ein bisschen aufteilen. Ich hab noch 300.000 Flotten bei mir im System. Ah, oh, da gab's gerade einen Kampf. Ja, ganz kurz, ne? Oh! Sind ausradiert worden. Ist ja sowas von egal. Scheinbar ist das jetzt fertig. So ein Affenarsch. Okay. Ja, ist weg. Dann haben wir alles instinktiv richtig gemacht, würde ich sagen. Ja. Hey, ich habe jetzt eigentlich mit Schlimmerem gerechnet, oder? Puh. Mito. Ja. Erstmal die Wimmel wechseln. Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, kommt da jetzt noch was oder war es das? Nee, das war es noch nicht, weil sonst hätten wir doch bestimmt schon Siegbedingungen erfüllt. Nee, die Siegbedingungen sind erfüllt, wenn das, wenn die Spielzeit zu Ende ist. Ah, okay. Das ist in 150 Jahren. Weil andere Siegbedingungen gibt es nicht. Yes. Bis zum Jahre 2700 die meiste Punktzahl kriegen. Das ist die Siegbedingung. Und nicht vernichtet werden. Und nicht vernichtet werden. Ja. Warte, das muss ich mal aufschreiben. Darauf wird er das meisten bestellen, ey. Siegespizza und so. Ja. Stell mir was gut. Was darf es denn sein? Ja, irgendwas.